Rahel Kivic, heute spielen Sie gegen Frankfurt. Das war ein schweres Spiel. Ja, sicherlich. Man hat es gesehen, sie haben uns ja klar dominiert gehabt. Und wir hatten uns schon unsere Mühe, auch vorne die Laufwege von Frankfurt sind immer super. Da muss man echt eben 90 Minuten auf der 8 sein, sonst kriegst du dann schnell ein Gegentor. Und das ist heute leider nicht, uns nicht gelungen, sie 90 Minuten fernzuhalten. Ja. Die vorbeien Wochen war es sehr gut, dann haben sie einige Punkte gemacht. Wie sieht man das 2015 zu? Ja, ich denke eben, wie gesagt, die letzten Spiele wurden jetzt immer besser. Wir haben unsere Punkte geholt, leider mehr Unentschieden wie Siege. Das ist schade, weil wir teilweise wirklich auch den Sieg mit nach Hause nehmen hätten können. Aber ich denke, wir haben uns ganz klar gesteigert im Vergleich zu den Anfangsspielen. Und jetzt liegt es an uns in der Rückrunde oder nach der Pause jetzt Vollgas anzugreifen und die wichtigen Punkte jetzt vor allem in den nächsten Spielen gerade, die wir haben, zu holen. Das ist sehr wichtig. Sie sind von Schweiz nach die Bundesliga gekommen. Wie war die Anpassung? Ja gut, ich habe mich eigentlich sehr schnell wohlgefühlt und so. Das Umfeld ist super hier und die Mannschaft auch. Und deshalb war es eigentlich nicht so schwierig, jetzt von zu Hause wegzugehen. Dann mit der Schweiz gehen Sie normal gesehen auch nach WM in Kanada. Da wartet ein Öffnungsspiel gegen die Weltmeister, Japan. Ja, das wird sicherlich ein Knaller gerade am Anfang, weil eben die sind wendig, schnell und super stark, das wissen wir. Sicherlich der Favorit, aber ich denke, wir werden uns auch dort super auf den Gegner einstellen und das Beste herausholen und ja, die nächsten zwei Spiele dann, um dann dort unsere Punkte sicherlich auch zu holen. Ja, gegen Ecuador und Kamerun. Genau. Ja, eben diese Gegner, die kenne ich jetzt persönlich noch nicht wirklich. Aber wenn du das FIFA-Ranking ansiehst, sind wir ja klar besser. Und ich denke, dort müssen wir sicher unsere Punkte holen. Und das liegt auch drin. Und da bin ich auch sehr positiv und zuversichtlich und freue mich auf diese Aufgabe. Ja. Sie haben heute auch gegen Anna Maria Czernogorczewicz gespielt. Ja genau, halt nur kurz, sie kam ja nur am Ende. Ja, bei ihr weiß man ja die Stärken, sie ist schnell, hat einen guten Torabschluss und für uns sicherlich gut an der WM. Freue mich mit ihr. Dann etwas Spezielles, sie haben immer andere Farben mit den Haaren. Wie kommt das? Ja, ein bisschen ausprobieren, das muss ich jetzt, wenn ich jung bin, das kann ich nicht mehr, wenn ich 40 bin, aber eigentlich so viel wechseln wie jetzt wollte ich nicht, weil das Blau wollte ich eigentlich nicht. Das war aus Versehen dann so. Und ja, aber sonst macht es mir Spaß. Ja. Okay, danke schön. Und was wünschen Sie für 2015? Ja, natürlich, dass wir eben jetzt weiterfahren, so wie wir jetzt die letzten Spiele gespielt haben, unsere Punkte holen und so schnell wie möglich nach vorne kommen und weg vom Strich unten. Okay, danke schön, viel Glück. Ja, danke, vielmals. Danke. Tschüss.